keine Ahnung. Auf jeden Fall hattest du da halt einen Mann, der quasi Magier-Tricks, also ne, Tricks im Allgemeinen, so ein bisschen ja, aufgedeckt hat, gezeigt hat, wie die funktionieren und sowas. Der maskierte Magier oder so, glaube ich, hieß der Typ. Weil die Showmanship im Sinne von Con-Artist, Leute, die halt Zaubershows machen, ist das noch immer relativ groß? Vor einigen Jahren, meine ich, gab es doch irgendwie eine Person, die Chris Angel hieß oder so, die noch ganz groß war, aber sonst fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ist nur was mit dem Löffel, sonst nix. Ja, das war ja einer seiner Tricks. Er hat ja auch, daran kann ich mir noch einen Sinn, in der Sendung mit, wollte er quasi Menschen davon heilen, Raucher zu sein. Das ist halt auch eher so, ja, kann man eher belächeln. Der glaubt und dann deswegen wirklich aufhört zu rauchen, weil er sagt, oh, Magie, gut für die Person und sonst ist halt, ja, eher so Showmanship. Das lief doch auf Superhelden, das kann ich auch, weil Elefanten und so gezeigt hat. Ja, sowas. Wie die ja. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, wie der hieß. Warum seid ihr jetzt grumpy, guys? Wo ist es Bedürfnisse? Achso, ihr seid hungrig. Ja gut, das ergibt Sinn, dass ihr dann grumpy seid. Luxusgüter. Wie kann ich mich um Luxusgüter kümmern? Ich will einen Laden in dem Gefängnis bauen. Keine Nachteile, wenn es ignoriert wird. Wenn sie ihr Gefängnis mit einer Bibliothek schicken, können sie okay. Sehr gläubig. Sie können die Ausführung des Glaubens ermöglichen, indem sie ihr Gefängnis mit Kirchbanken oder Gebetsteppichen ausstatten. Am wirksamsten können sie jedoch beruhigen, indem sie eine Kapelle bauen und geistige Führung anbieten. Gut, das tun wir. Gott, die Sitzung des Besserungsprogramms kostet mich halt 1000. Das ist schon teuer. So, und warum seid ihr... Wer hat denn jetzt nicht gegessen? Ich glaube es... Wenngleich es dazu führt, dass mehr Häftlinge sich gegenseitig umbringen, ist es, glaube ich, klüger, wenn ich wirklich den Tagesplan so an... Wo ist er jetzt? Gottverdammt, da. So anpasse, dass die das doch noch gleichzeitig machen. Weil ich habe das Gefühl, dass die Küche nicht hinterherkommt. Was irgendwie affig erscheint in meinen Augen. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Jetzt kriegen die nur ein. Nee, doch, ist jetzt alles richtig. Nee, gehört zu dem auch toll. Da hieß der Magier mit der Maske, um seine Identität zu schützen. Ja, ja. Aber wie hieß seine Show noch? Hieß ja auch Magier mit der Maske einfach die Show? Fiep, 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 fiep. Vier von zehn. Diese Aufgabe ist halt einfach so. Platzieren Sie über... Achso, ich muss noch eine Überwachungskamera platzieren, sehe ich gerade. Upsa. Objekte einfach. So, Überwachungskameras. In der Leichenhalle selber brauche ich, glaube ich, nicht nachschauen. Hier, zack. Einfach da. Nice, damit haben wir das jetzt fertig. Endlich. Ich habe nicht gesehen, dass ich noch eine platzieren musste. Sam Doc C. Das kriege ich auch noch hin. Wie das schon hieß, Puh, kein Plan. Was ich auch ganz... Höchstwahrscheinlich bin ich entweder A, super langweilig dafür oder B, super alt. Aber eine Show, die ich auch unglaublich geliebt habe, und es war weniger eine Show, es war halt eher so ein Programm, was halt lief.
so ein jährliches Event. Das war der Domino Day. Den habe ich jedes Jahr geliebt. Einfach. Ich hab gehört Domino Day und ich habe den einfach gefressen. So, oh, Domino-Steine. Oh. Weil der jetzt seit, über einem halben Jahrzehnt auf jeden Fall nicht mehr gekommen ist, das weiß ich. So. Also wie lange ganz genau, weiß ich nicht, aber mindestens seit über einem halben Jahrzehnt lief der Domino Day nicht mehr. So, die werden jetzt alle so ein bisschen grummelig, weil die halt nicht genug Essen haben und sowas. Vielleicht muss ich einfach noch ein paar mehr Köche einstellen. Personal... Köche. 1, 2, 3, 4. Die Show hieß die Tricks der größten Magier und der Typ nannte sich... Ja. Wie der hieß, haben wir jetzt schon dreimal geklärt, Leute. Achso, ich muss ja auch da noch was da reinsetzen. So einfach machen. Ich bin jetzt sehr faul. Bzzup, Taser. Ja, die prügeln sich halt alle mal gegenseitig. Arme Säue. Also ich bin die arme Sau in diesem Fall. So, und Objekte. Warte, ich möchte ganz gerne hier in der Dusche den Boden nochmal ändern. Weiß nicht. So weiße Fliesen finde ich da eigentlich immer ein bisschen hübscher. Und die bekommen hier drin... Schicke Fliesen, komm. Bam. Die haben Parkett, die haben da schicke Fliesen. Außer Zauber, die Geheimtricks der großen Magier. Ich vermisse den Domino Day. Ich bin dafür, dass sie wieder den Domino Day einführen. Was sagt ihr? Das wär doch eine gute Idee. Ich könnte theoretisch hier drin einen Postraum machen. So, wusch. So. Und hier drunter ein Laden, da muss ich statt der jetzt irgendwie. So, hier den Laden. Statt jetzt irgendwie noch was ganz groß anderes da reinzusetzen. So, da dann eine Ziegelwand, da eine Ziegelwand. Tisch, Laden, Regal. Angrenzend an Raumladen. An Raumladenfront? Das muss ein eigener Raum sein? Wenn man über sowas redet, merkt man, dass man alt wird. Ich meine, ich war ja noch nie so unbedingt der spannendste Mensch der Welt. Bin ich ehrlich. Aber der war halt schon. Ah, Domino Day habe ich mich wirklich mal drauf gefragt. Gefreut. Oder ist es irgendwie... Achso, Ladenfront. Wo muss ich das hinsetzen? Muss dafür eine... Achso, dafür muss eine Wand stehen. Ah, okay. So, da kommt dann einfach eine Tür rein. Da kommt eine große Gefängnistür rein in den Postraum. Und vor die beiden kommt jeweils noch ein Metalldetektor. Ein Metallhektor. Eins, zwei. Warte, ich mach das anders. So. Wenn man hier rein möchte, in das generelle Gebiet, muss man durch Metalldetektor. Warum nicht? 2005 geboren. Ja, Noel, du bist ja noch ein Küken. Also liebt auch Domino. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja, ich bin mir gerade sogar unsicher, weshalb es den nicht mehr gibt. Soweit ich weiß, ist einer der Hauptgründe, so deppert das jetzt vielleicht auch klingen mag. Tischladenregal. Die Konjunktur. Soweit ich weiß, hat das nämlich nicht mehr irgendwie genug... Da hatten die nicht genug Geld dafür oder so?
Eins von den beiden. So, und dann haben sie halt gesagt, okay, dieses Jahr nicht. Und dann haben sie halt noch ein Jahr nicht und dann wieder noch ein Jahr nicht. Und dann war halt so ziemlich Ende. So. Da können zwei arbeiten, da können drei arbeiten. Dann haben wir den Postraum und den Laden und damit so ziemlich alles erfüllt. Oh, da ist jemand wieder gestorben. Ja, es ist halt irgendwie die Dusche. Vielleicht... Bin mir gerade ziemlich unsicher. Vielleicht ist es einfach, weil ich zu viele Duschköpfe habe. Innenbereich ausräumen. Göttlich Domino Day. LeBraun schaltet bei Domino Day wieder ein. Wenn wir so viele betrieben und viele Steine, dass sie bei drei Hallen oder so waren, schon krass. Ja. Achso, ihr werft die weg. Nein, doch nicht wegwerfen. Halt, stopp. Irr. Ich dachte, das wäre so im Sinne von, okay, wir packen das alles ins Lager, Chef. Die so, okay, wir werfen das alles weg. Oh. Das wäre jetzt definitiv nicht das, was ich haben wollte. Nun denn. Sehr unglücklich. Warum sind da Duschköpfe? Was? Halt, stopp! Warum habt ihr da jetzt Duschköpfe hingebaut? What? What? Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich behaupte mal nein. So. So, wenn ich jetzt... Ich meine, das ist ja im Allgemeinen jetzt ein bisschen weniger Duschköpfe, die hier jetzt sind. Ob das jetzt besser läuft? Oder ob die sich immer noch das Gesicht weghauen möchten? Und die Spannung wird noch einstellen für die Challenge, wenn sie ja nicht geklappt hat. Oh, die Challenges waren halt immer toll, ja. Junge. Damit der auf den Tabletop-Simulator nachmachen? Nee. Ach, da kommt einer, flip the table und dann. Warum? Achso, der Postraum ist zu klein. Nach die Zelle einfach, um einen zu verrücken. Also die ganzen Zellen hier. Ich mach das, glaube ich, sogar. Abreißen, abreißen. Tut mir leid für die Person, die auch immer hier drin lebt. Reiße gerade eure Zellen. Ne, für den Postraum mache ich das. Türmodus entriegelt. Ihr werdet mir auf kurze Sicht nicht danken, auf lange Sicht höchstwahrscheinlich auch nicht, aber denkt immer dran, es war für den Postraum. Abreißen bitte die Toilette. Für den Postraum! Für Narnia! Irgendjemand wurde getasert. Ich habe das Brrrr im Hintergrund gehört. So. Und jetzt einmal wieder... Wo habe ich's? Da, die Betten. Wieder reinstellen. Und die Toiletten auch. Wo sind die Toiletten? Ich sehe sie gerade nicht da.
Und dann kann ich hier die Wand wegreißen. Wobei, ich muss noch die Versorgung, genau, die Wasserrohre anpassen. Sehr schön. Achso, ich muss den Postraum dann natürlich auch noch größer einstellen. Das darf man auch nicht vergessen. Da, Postraum. Ne, seht ihr, für den Postraum. Sie haben es verstanden. Ich glaube, die Kantine ist halt doch ein bisschen klein. Achso, da muss jetzt hier noch was. Ach, da fehlen noch die Toiletten. Und dann habe ich wieder die 100. Voll. So, ich brauche halt mindestens 100 Insassen. Eieiei. Mamma mia. Here we go. So, gib mir mal die Supermauer hier. So. Und das wird dann hier quasi der Gefängnistrakt für die Good Boys. Für die, die eine gute Zelle haben wollen. Schon mal gute Nacht, falls ich nicht mehr vorbeigucke. Okay, Alex, vielen lieben Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Dann schon mal. So, ich bin, guck mal, ich bin heute mal richtig nett. Und pack Strom zum Lagerraum. Bin ich nicht ein Schatz? Ich weiß, ich bin eins. Ich weiß, ich bin's ein Schatz. Die Werkstatt hätte ich mir auch irgendwo klemmen können. Es will halt kein Arsch da rein. So, Einlieferung. So, verfügbar. Gib mir mal hier niedrige. So, gib mir mal 24. Dann sind wir nämlich bei den 100. Achso, ich habe meinen Kontostand nicht bei mindestens 60.000. Mist. Wann ist eigentlich der Grundlagenkurs fertig? Sam Lock D auf 200. Grundlagenbildung. 42 beendet, noch immer 4 bestanden. Leute! Ihr seid doch nur halb so doof, wie ihr mal tut, hoffe ich. So. Kann ich eigentlich nicht die Bäume verkaufen? Oder werden sie auf ewig in der Werkstatt versauern müssen? Hey! Achso, die schaffen... Okay. Schaufel, 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 schaufel. Ich glaube, ich brauche hier noch einen weiteren Serviertisch. So. Und dann nochmal eine weitere... Ja, also einen normalen Tisch mit 2 Bänken nebenher. Wieso habe ich 97 von 101? Habe ich mir nicht... Habe ich falsch gerechnet? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich falsch gerechnet habe. Achso, den Lagerraum. Nur für Personal bitte. So, was brauchst du den Forest? Zu wenig sinnvollem sogar, eigentlich, theoretisch. In der Praxis eigentlich, ist er sogar eigentlich sinnvoll, so. Hier in der Werkstatt. Warum ist der, achso, der ist vielleicht am Ende. In der Werkstatt wird halt das Holz theoretisch verwendet an der Werkbank und an der Tischsäge, um daraus Zeug zu machen. Praktisch will halt kein Arsch in der Werkstatt arbeiten. So, also ich hab da Leute, ne, die drin arbeiten könnten. Also, nee, ich möchte, dass Leute da drin arbeiten, aber die können halt einfach nicht. Weil sie kacke sind.
glaube, ich brauche weitere Krankenbetten. 3. Die prügeln sich da auch ständig, ne? Please no. Fehlschlagen. Hä? Aber du hast doch vorhin gesagt, der ist voll okay. Spiel, please. Jetzt ist es so. Ach nee, Entschuldigung, der Laden ist zu klein. Ich hab da nicht ganz aufgepasst. Okay. So, mach ich da nochmal eine Gehwegplatte ran. So, Wände abreißen. Was ist, wenn ich da ein Stück Wand abreiße? Ist damit der Laden dann direkt schon richtig? Oder... Knast mit einem eigenen Forst habe ich noch nie gehört. Höchstwahrscheinlich gibt es sowas auch im echten Leben. Ich sehe keinen Grund darum, warum sowas nicht existieren sollte. So, wenn ich jetzt sag Raum... Wo ist es da? Laden. Zählt das dann schon? Nein. Okay. Bin ich aber relativ froh, dass das dann noch nicht zählt. So, dann nehmen wir mal das hier mit. Ne, die Wände dann nochmal abreißen, dann das einmal als Laden wieder aushängen. Dann dürfte das Ding funktionieren. Und würden wir theoretisch alle Bedürfnisse von unseren Leuten... Also würden wir uns theoretisch um alle Bedürfnisse von unseren Typen kümmern, von unseren Gefangenen. So, wohin wollte ich? Räume wollte ich, genau. So. Na, jetzt ist das hier vernünftig. Gut. Logistik. Da können jetzt sogar 3 Leute drin arbeiten. Putzmittel. Ich brauche, glaube ich, trotzdem nochmal... Schaut euch die Küche an. Uff. Kann schon sein, aber noch nie was davon gehört. Ich auch nicht, aber ich befasse mich jetzt eher weniger mit, guck mal. mit Welt, oder hier mit Gefängnissen in meiner Freizeit. Muss ich dazu gestehen, ja, ne? So. Machen wir die Küche im Allgemeinen etwas größer. Wie wär's damit? Wie schaut's aus mit meinem Strom? Noch okay. Ich glaube, die Kantine sollte ich auch nochmal ein bisschen größer machen. So. Upsa. Räume. Wo habe ich die Küche? Da. Da wird schon wieder jemand getasert. Abreißen. Könntet ihr aufhören, euch gegenseitig zu tasern und umzubringen? Bitte, danke. Ich glaube halt echt, dass es hier irgendwie ein bisschen zu klein ist für die. Ich meine, wir haben 100 Leute jetzt auf diesen engen Raum gequetscht. Morgen streame ich Skyrim, also heute. Ja, ja, mache ich. Ab 19 Uhr für 3 Stunden. So, dann ein paar Kühlschränke noch dazusetzen. Noch 2 Spülen. Ich glaube, 2 Herde wären auch noch okay. Und dann können hier auch noch mehr Leute drin arbeiten. Mehr Häftlinge. So, aber das muss jetzt natürlich auch alles wieder verbunden werden, strommäßig. Werden die auch aktiv so von oben verbunden? Möchte ich jetzt gerne wissen. Upsa. Egal, das kann ich da auch noch so lassen.
Ah, guck mal, jetzt sind hier zumindest wird alles einmal richtig hingestellt. Kaum ist die Küche ein bisschen größer, wird der Platz auch ordentlich genutzt. Wir sind aber schon ziemlich nah dran. Weiß nicht, ob ich Sonntag darf, weil Montag Schule ist. Weiß es auch nicht. Noel, bin ich ehrlich? Häng nicht in dem Kopf deiner Eltern drin. Ja, der ist minimal voll, der Ort hier. Minimal. Aber das scheint ja noch vollkommen zu gehen. Kriegen wir bestimmt noch jemanden reingequetscht. Aber niemand ist hungrig. Niemand geht hungrig raus. Ich würde theoretisch... steigern Sie Ihre Reifen in Kapazität. Achso, ja, gut, genau, das habe ich noch nicht. Hopp, da hat jemand Drogen gefuttert. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr Hausmeister. 2 Stück dürften lang erstmal. Ist für dich blöd, der Formel 1 kommt. Skyrim Sonntag halt. Wie lange ich noch streame? Eine halbe Stunde maximal noch. Dann würde ich es einen Abend nennen. So. Auf Patrouille verletzt. Warum? Kannst du nicht bitte in die Krankenstation gehen und dich heilen lassen? Du bist verletzt, Dude. Lass dich kurz heilen. So, vielen Dank. Also, mir geht's gut. This is nothing but a scratch. Habe ich jetzt jemanden, der schon in der Werkstatt arbeiten darf? Nein. Nein. Habe ich nicht. Ich könnte hier den Trakt für die Guten aufbauen. Aufsetzen. Ich glaube, ich habe halt das Gefühl, dass die Problematik hier auch so ein bisschen daher kommt, dass sie nicht ganz rein und raus können. Ich reiß mir die beiden Wände noch ab. Bis 69.